So, auch wenn ich schnief, rotz und hust, Bock habe ich halt. Es hilft ja alles nichts. Mach mal ein bisschen was. Es tut mir leid für die eventuelle Geräuschkulisse, die ab und zu erfolgt. 87, 5, 51, 5. Jetzt müssen wir mal schauen, wo die Notiz ist. Hier ist er! Ammonit. Habe ich bis jetzt auch nur ganz selten gesehen. Anterior Ocean Dwellers Ammonit still has enough utility to be available. Hunting Target. Ja, Hunting Target, genau. Er hat genug Sinn, genug Nutzen. Aber er ist nicht tameable. Okay. So, Höhle. Gibt es natürlich auch. Und zwar auf 89. Und dann 36, wir mal schnell schauen. Also ein bisschen rüber. Oh, das ist was so nervig mit dem. Jetzt! Aber sobald ich hier hingehe, geht's auch wieder nicht. Zum Kotzen, ehrlich. Ach, da guckt meine Handschuhe durch. Ist ja auch sehr sinnvoll. Durch die Karte. Seht ihr das? Da unten. Ganz toll. Ja, da muss ich selber hintauchen, das hilft alles nichts. Da lasse ich Baroness hier stehen. Wie geht's denn? 86, 36. Schwert in die Hand. Rüssi haben wir, ist okay. Luft haben wir auch. Passt schon. Wird schon schief gehen. Ach ja. Man merkt es ja an der Musik und teilweise sieht man ja dann auch, wenn die aggro werden. Es wäre nicht schlecht, ein paar schwarze Perlen zu kriegen, aber naja, ist jetzt egal. Ich denke, nur in der Tiefsee werde ich wahrscheinlich nachher voll auf die Schnauze kriegen von Tuse Teutis. Ja, vielleicht ist meine Rüssi gut genug. Mal gucken. Weil irgendwo habe ich mir in der Gegend der 90er noch, also hier am unteren Ende der Karte, noch eine Tiefseekiste aufgeschrieben. Naja. Ja, das sind Megalodon. Nee, das ist so ein Letzichtis. Da. Das ist kein Ichthyos, ein Letzichtis, du Spinner. Ja. Stufe 1, ganz toll. Oh. Hä? Ich tue es auch, aber der ist doch nicht aggro. Wieso wird denn der ist rot angezeigt, weil der mir folgt? Er lockt natürlich Megalodon an da drüben, ne? Er ist auch noch ein Ichthi. Was habt ihr vor? Ihr nervt mich jetzt nur. Naja, ganz toll. Okay. Wir gehen mal Luft schnappen. Weil ich weiß nicht, wie sehr das bei dem Steampunk-Ding ausfällt. Nidaria, die Dinger nerven ja. Quallen halt. Ich weiß nicht, wie sehr das bei dem Teil hier auffällt. Wie sehr das kaputt geht dadurch. Das müsste man ausprobieren, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Weil das versorgt mich mit Wasser. Ja, blablabla. Halt die Schnauze, Mann. Gehen wir nicht auf den Keks? So muss ich hin. 36, 8. Ja. Ist doch ein gutes Stück. Machen wir das halt mal live. Ja, da unten könnten sogar schon Angler sein, aber glaube ich fast nicht. Ah, doch. Ich glaube, ich sehe da welche, oder? Das sind doch Angler. Ja, klar. Anglerfische. Gucken wir mal, ob wir einen Höhleneingang finden, ne? Ich bin doch eh so ein Intelligenzbolzen, was das betrifft. Orientierung wie, ja, ne, nicht wie ein Maulwurf. Ein Maulwurf hat eine ganz gute Orientierung in dem Untergrund, ich nicht. Die Nase regt mich auf. Der Hals regt mich auf, alles. Wird auch nicht besser, also kann ich am Wochenende auch nicht ins Stadion. Das ist vielleicht zum Kotzen. Naja. Geht mir die Karte halt ab. Da unten könnte es sein.
Ja. Nee, das ist nicht richtig. Das ist auch nicht richtig. Ich muss ja zur 36,8. Und dann aber zur, Hä? Aha, das ist jetzt wirklich ein Feind. Halt die Fresse. Fische sind Freunde, Mann. Was denn noch einer? Gar nicht gesehen. Schnauze. Und noch einer. Ne, ist nicht ich, die. Halt die Fresse. Ich muss eigentlich nicht auf 85, ich muss hier weiter raus. Genau. Irgendwie mache ich voll was falsch. Ja, definitiv. Das war wieder klar. Sorry dafür. Aber naja. Kennt mich ja. Oh, Scheiße. Ein Tintenfisch. Ich hoffe nicht so ein hohes Level. Weil die gehen schon ab, die Viecher. Da ist schon aggro. Super. Das Schöne an den Mistviechern ist, die saugen dich mit Tinte voll und dann siehst du nichts mehr. Oh, fuck, der ist auch noch ein hohes Level. Ein Angler. Wo sind die Überreste von dem Tintenfisch hin? Ja, sieht man jetzt nicht, weil er Tinte gestreut hat, der Arsch. Oder habe ich ihn ja echt zerstört und hätte doch da unten. Weil der hat vielleicht noch ein paar Perlen. Und Tentakel und so, genau. Gib mir das. Mann, ey, was eine Scheiße. So, sorry, wir wollten aber immer noch eigentlich zu der Höhle. Ja, aber das war klar, dass das jetzt ein bisschen komisch wird. Da unten könnte es sein. Acht. Das wäre ja hier irgendwo. Ja klar, da wo die Luftblasen rauskommen, natürlich. Doch, muss da sein, oder? Ich denke schon, wir nehmen mal an. Hier was zur Sicht. Das ist zwar auch nur schwache Sicht, aber vielleicht ist es etwas besser. Ja. Im Endeffekt bringt mir das gar nichts. Cool. Ja, das muss doch hier unten sein. Schneid es schon wieder nicht. Das ist schon wieder echt cool. Ich habe mich so festgebackt, dass ich überhaupt nichts mehr schnall. Ich kapiere es nicht. Das muss doch hier reingehen. Aha! Mein Gott, ey. So. Wobei die Höhle relativ uninteressant ist, ne? Weil, hier gibt es ja nichts, außer halt Kristall. Den könnte ich mitnehmen, aber das Problem ist, ich bin eh schon zu schwer beladen. Ich könnte höchstens mal die Steine wegschmeißen. Und das ganze Fleisch. Kann ich eh nicht gebrauchen. Platz habe ich jetzt. Das Problem ist, die Kristalle wären natürlich schon cool, aber auch die Perlen wären cool, aber das sind halt alles keine schwarzen, das sind alles ganz normale.
Ja, das ist das Problem. Das sind alles ganz normale und das bringt mir ja nichts. Ich brauche schwarze Perlen. Und mehr gibt es hier halt nicht. Diese Unterwasserhöhlen sind immer nur Ressourcen. Ja. Kristall, Öl und Perlen. Dafür sind die eben da. Ganz einfach. Aber leider gibt es hier keine schwarzen. Bisschen schade. Naja. Okay, was soll jetzt kommen? Ab zurück. Kristall müssen wir irgendwie anders tun. Also, das ist Wahnsinn. Was habe ich denn damit jetzt wieder gemacht? Dass ich das überhaupt nicht gefunden habe. Dabei war ich eigentlich richtig. Dämlack. Okay, zurück zu meinem Viech. Das heißt, am besten erstmal an Land oder so, hä? Naja, bringt auch nichts. Wahrscheinlich. Was haben wir da hinten? Ein Ichthyo? Dunkleostis. Ich glaube, der ist aggro, aber den könnte man tämen zum Beispiel, aber ich weiß nicht wie. Auf jeden Fall muss man ja wahrscheinlich nicht aggressiv machen. Man muss wahrscheinlich irgendwie. Was ist denn da unten? Ah, Trilobiten. Und da ist der Lied. Der Lied sich dies oder wie das Ding heißt. Aber Level 1 ist schon hart, ey. Ganz niedrig bloß. Was ist das hier? Ah, Ammonit. Die sind, glaube ich, auch aggro, aber die sind ganz witzig. Wir gucken mal schnell hinkommen. Wenn wir sie schon sehen. Aber normalerweise schwimmen die doch nicht, die laufen auf dem Boden. Sind natürlich auch eine Chitinquelle, ne? Sind Fluchttiere, die versuchen sich gerade zu verpissen. Ja, und die machen hier irgendwas, was mir gerade nicht so gut tut. Gucke ich mir gleich an, was das ist. Jetzt möchte ich erstmal schnell wissen. Warte mal. Wut. Ah, die versetzen mich in Wut. Aha. Naja, wenn das schön macht. Also ich meine, das bringt euch ja nicht viel, ne? Das bringt euch was, wenn ich auf dem Tier wäre. Ich bin aber nicht auf dem Tier. Ja, die machen praktisch ein Ding und verseuchen mich damit. Oh, shit. Und Megalodon. Was habe ich jetzt eigentlich gekriegt? Für Ressourcen. Das hätte ich gerne mal gewusst. Angler. Dunkleostis. Oh, ich bin am Kartenende. Sieht man's? Das sind gar keine Megalodon, das sind Dunkleostis. Weiß gar nicht, was das für Viecher sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Die kenne ich noch nicht. So richtig, die habe ich nie gesehen. So, haben wir nicht die Dunkleostis jetzt was hinterlassen? Kann man da Inventar öffnen? Ne, was machen? Was geben die? Chitin, das ist nicht schlecht. Chitin ist cool. Ah, da unten sind die nächsten Viecher, die Eurypteriden und die Seeskorpione. Die geben natürlich auch Chitin, ist klar. Den Angler würde ich mir noch holen. Wo ist der Rest jetzt hin eigentlich alles? Da war noch viel mehr. Ah, da oben ist. Ich denke gerade, können wir noch nicht weg sein. Ja, ich bin so beschissen hier am Kartenrand. Das ist gerade ganz beschissen zu sehen. Dunkleostis? Wieso hat der Chitin? So ein Schwachsinn. Naja, warum nicht? Was bist du? Auch ein Dunkleostis? Du bist ein Megalodon, ich brauche ihn nicht. Aber den Angler könnte ich mitnehmen noch. So. Okay, wo war es hier? Eurypteriden? Da unten. Seeskorpione. Ich glaube, die sind auch aggro. Ach du Scheiße. Habe ich mich jetzt ernsthaft schla. Oh, hat der so ein starkes Gift? Ach du Scheiße. Na, hoffentlich geht es nicht schief. Ich habe keinen Sauerstoff, weil ich habe das falsche Ding an. Oh Gott, du Idiot. Jetzt kann ich auch nicht auf mein Inventar zugreifen. Na, hoffentlich geht. Ach du Scheiße. Okay. Die sollte man nicht angreifen. Außer vielleicht mit SWAT-Rüstung. Da hat man Betäubungswiderstand. Besser. Oi. So ein Scheiß. Warte mal, also auf jeden Fall, ich habe noch den falschen Helm auf. Ich habe gar keinen Sauerstoff. Du Prinz, du Prinziger, ey. Wo ist mein richtiger?
Und jetzt habe ich nämlich auch eine klare Sicht. Jetzt steigt auch mein Sauerstoffgehalt wieder. Die ist ja gefährlich. Die müsst ihr mit Harpunen erlegen. Die gehen ja ab. Hat er mich voll zerlegt, ey. Ach komm, riskieren wir's, was soll's. Ja, das ging jetzt. Ja, der andere hat mich voll erwischt. Die sind anscheinend sehr gefährlich. Öha! Da hat man Spaß, ne? Habt ihr was Witziges noch gesehen? Ein Kuni, der sich hinlegt. Auch nicht schlecht. Ach, so ein Shit. So, jetzt reicht's aber. Jetzt haben wir genug Mist. Dann müssen wir jetzt unseren Vogel schauen, was der überhaupt noch mitnehmen kann. Und alles andere schmeißen wir halt raus. Fisch würde ich ein bisschen mitnehmen. Vor allem vielleicht den Breimfisch, den ich noch retten kann. Wird auch nicht mehr viel sein, aber vielleicht ein bisschen. Und ja, der Rest. Komm, ich hab zu viel. Ja, also wir können zum Beispiel schauen. Wenn wir 1000 Fisch mitnehmen, reicht doch locker. Hier, ich hab den noch voll. Hier ist noch voll. Tschüss, mach das alles weg. Wo kommt das normale Fleisch her? Auch wahrscheinlich vom Ding. Was ist das denn? Ammonitengalle. Gebrochener, getrockneter Klumpen Ammonitengalle. Medizinische Zwecke. Ah ja, da kann man auch noch irgendwas draus machen. Das ist ja geil. Ja, das ist klar, das ist wie Öl. Öliger Tinte, genau. Da kann man einfach Treibstoff draus machen. Das ist halt Tintenfischöl. Wir haben die Dose Teutus-Tentakel, baue ich später sowieso noch für den Drachen. Ja, und der Tintenfisch lässt halt schwarze Perlen raus. Hä? Ach so, ach du Idiot, das waren die Sachen, die ich gerade weggeschmissen habe. Oh mein Gott, ey, manchmal kann Hirn echt was helfen. Ja, ist aber ein bisschen schwierig mit der Konzentration. Von daher vielleicht ganz gut, dass Stalker, dass ich nicht so weit bin. Ja, ich müsste mich wieder hinzocken, aber da habe ich im Moment echt... Da fehlt es mir an Konzentration. Hier bei Ark ist es noch egal, weil ich total vercheatet bin von meinem Start hierher und so weiter. Ne? Also das passt schon. Aber da jetzt wirklich war noch für volle Konzentration Ark Stalker zu spielen, ich glaube, das kann ich vergessen. Das lassen wir mal. Bespaßen wir euch hier ein bisschen. Das haben wir ja auch gesehen. Ich habe echt nicht darauf geachtet, dass der mich so betäubt hat. Wahnsinn. Ein Stich, ich habe mich hingelegt. Boom. So ein Scheiß. Die sind ganz schön gefährlich, die Krüppel. Kann aber sein, ich war noch unter Wuteinfluss, glaube ich, von dem... Ah, dass deswegen, dass das stärker gewirkt hat, das Gift. Das kann sein. Ich war ja noch unter dem Wuteinfluss von dem Ammonit. Na? Das kann dann sein. Ich muss dahin. Ich muss wieder zu meinem Vogel. Ja, ja, also das war natürlich jetzt sehr sinnvoll, echt. Scheiße. Das ist was Blödes. Da habe ich aber auch absolut nicht mit gerechnet, dass das so krass ist. Ach, hi. Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit. Der ist so im Flachwasser. Der kommt nicht mehr nah genug an mich ran. Das wäre eine super Gelegenheit, mich zu zähmen. Aber dazu bräuchte ich einfach was Gescheites. Vielleicht zähmen wir noch ein bisschen. Aber ich denke, mehr zähmen werde ich echt auf Ragnarok. Da werden wir, oder Ragnarök. Da werden wir uns mehr damit beschäftigen, dass wir zähmen. Hier werden wir uns einfach mal die Story zu Gemüte führen. Ja, ich weiß, das haben andere Let's Player schon längst alles gemacht, das weiß ich. Aber ich bin nicht die anderen. Ich bin ein verrückter Kuni. Also. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir waren in der nächsten Höhle. Haben uns von einem Eurypteriten schön vergiften lassen. So ein Scheiß. Haben festgestellt, dass Ammonit und Eurypterit zusammen gefährlich sind und haben eine Störung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Bis zum nächsten Mal.